Ja, es ist ein bedauerlicher Vorfall, dass es ja auf einer Moschee, ich möchte nicht in Brand gesteckt worden sagen, aber dass es verbrannt wurde, das steht fest. Und das ist nicht das einzige Mal. Gestern war auch ein Vorfall in Bielefeld, was eine Moschee angeht, das auch in Brand gesteckt wurde. Und dass in Berlin letztes Jahr zu dieser Gemeinde auch eine Moschee angegriffen wurde und in Charlottenburg. Das ist auch, dürfte auch kein Zufall sein. Also uns macht es Sorgen, dass es solche Vorfälle und Brandstiftungen immer wieder hervorkommen, die die türkische Community angehen oder türkischstämmige Community angehen. Aber wir hoffen, dass es in kürzester Zeit geklärt wird und dass man alles lückenlos aufdeckt und nicht vornehin sagt, die ersten Hinweise zeigen, dass es keine rassistischen oder feindlichen Motive waren. Das haben wir zu oft gehört. Man solle das vermeiden und erstmal die Ermittlungen und die Durchsuchungen und die technischen Wertungen machen und dann zu einem Schluss kommen, nicht vorweg das aus dem Weg wischen. Ja, das ist ein trauriger Zufall, dass es in einer Gemeinde, das friedliebend hier lebt, dass sie ihre eigene Gemeinde aufbauen, Stück bei Stück, mit immer kleinen Spenden von diesen Menschen. Dieses Gebäude war mit allen Installationen und technischen versehen und fertiggestellt. Nur wurde auch seit 7 Monaten darauf gewartet, dass die fachmännischen Kachelleger der islamischen Kund ihr Visum bekamen konnten. Das wurde denen bisher lang verweigert. Und jetzt ist es zu diesem Ereignis gekommen, was sehr schade und natürlich sehr bedauerlich ist. Gestern Abend, so gegen 23 Uhr, wurde uns der Brand gemeldet von der Gemeinde. Um 10:30 wurde das Nachtgebet verrichtet. Die Moschee wurde ordnungsgemäß abgeschlossen. Und kurz später wurden die Flammen bemerkt von den Gemeindemitgliedern. Und die sind zur Moschee praktisch zurückgerannt und haben die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist uns noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, die Brandstiftungsabteilung. Und es besteht eben Verdacht, dass es eine Brandstiftung sein kann. Und zwar derart, dass über die Mauer da hinten etwas in den Untergeschoss des Moscheegebäudes hinuntergeworfen wurde und dadurch der Brand verursacht wurde. Auch ein technischer Defekt wird momentan geprüft. Wir sind aber besorgt, weil in Berlin Brandanschläge gegen Moscheen nichts Unübliches sind. An der Schehedlik-Moschee wurden mehrfach Brandanschläge verübt und auch letztes Jahr in der Ensar-Moschee, welche der Islamischen Föderation in Berlin angehört, wurde letztes Jahr ein Brandanschlag verübt. Deswegen sind wir besorgt und werden in Zukunft vorsichtiger sein. Ein Indiz, was man so mit dem bloßen Auge erkennen kann, ist, dass dort die Sicherheitsdrähte demontiert worden sind. Ja. Da ist auch die Mauer wurde auch angeleitert und die Fensteröffnungen sind eben noch offen und sind nicht mit Fenstern versehen, sodass die alleinige Möglichkeit eines Brandanschlags, wenn überhaupt, nur von dort verursacht sein kann. Also gestern Nacht standen hier die Flammengebäude hoch, so hoch wie das Haus selbst. Und die Polizei und das Bauamt vermuten, dass man diesen Teil abreißen muss und neu bauen muss. Und das wird natürlich enorme Kosten verursachen. Wir brauchen die Moschee. Die Moschee ist ein fester Bestandteil Berlins, ein sehr fester Bestandteil von Kreuzberg. Die Moschee gibt es hier schon seit 1972, ja, und ist unverzichtbar für Kreuzberg. Sie wird freitags von 1500 Gemeindemitgliedern besucht. Das ist schon eine stattliche Anzahl von Gemeindemitgliedern.